質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Tutorials? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Heute will ich mal wieder ein kleines Tutorial für euch machen. Wir haben ja hier diese ganzen Free-to-Play-Units bekommen. Und ihr möchtet wahrscheinlich wissen, wie ihr die am effektivsten bzw. am besten abfarmt, um die halt möglichst schnell hoch zu haben. Weil wenn ihr Ultra Instinct gezogen habt und nicht zufällig gerade schon ein paar Jahre spielt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht die passenden Kombinations-Unit haben. Außer den blauen Vegeta. Falls ihr euch fragt, warum dieses Pflaster hier ist, ich habe da einen fiesen Pickel, der, glaube ich, wirklich demnächst eine eigene Wohnung braucht, weil der wollte schon expandieren und, glaube ich, Menschen auf der Straße umbringen. Also der ist riesig, keine Ahnung, was da ist. Ja, auf jeden Fall, wie könnt ihr die am effektivsten abfarmen? Ich habe mir halt ein Team gemacht, weil viele Missionen da sind mit Superkämpfer gewinnen und dies und das und jenes. Ignoriert jetzt mal den Vegeta und den Goku, das ist noch von einem alten Team übrig. Normalerweise sehe dieses Team halt, Moment. Weil tatsächlich sind diese Units gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wo habe ich sie denn hier? Ja, sorry, das Video ein bisschen strecken. Irgendwo hier müssen die doch sein, da. Tatsächlich habe ich das so gespielt. Dann hatte ich halt nur Superkämpfer und auch welche, die schon ein bisschen stärker sind, weil die halt höhere Sterne haben, bessere Ausrüstung etc. Tatsächlich glaube ich, dass dieses Team sogar einigermaßen gut funktionieren kann. Ebenfalls gute Wahlen für dieses Team wären halt Yajirobe auf dem Anführerplatz, wegen HP nochmal. Der Free-to-Play Yamchu, der auch nochmal HP gibt. Aber der supportet direkt Superkämpfer, Yajirobe halt nur als Anführer. Und der blaue Piccolo ist tatsächlich auch noch ein super Kämpfer, also der Senkai Piccolo. Die könnt ihr dafür auch nutzen, wenn ihr wollt. Dann, die erste Route ist ja mit Krillin. Bei den ersten zwei Kämpfen werdet ihr keine Probleme haben, weil hier sind keine Herausforderungen. Ab dem, ich glaube, vierten Kampf hier müsste das, glaube ich, sein, habt ihr auch Herausforderungen dabei. Und wie ihr seht, zweimal Charakter auswechseln mit Krillin, Hauptfähigkeit, mit zwei Superkämpfer kämpfen und so weiter. Da ich ja jetzt hier zwei Krillin habe, die Superkämpfer sind, unterscheidet das Spiel auch nicht, welcher welcher ist. Das heißt, ihr könnt ruhig beide mitnehmen und könnt dann halt effektiv die Mission lösen. Achtet nur immer drauf, weil ich glaube, bei der nächsten ist halt das Ganze wieder etwas anders. Genau, hier müsst ihr Superangriff einsetzen, bei manchen Spezialangriff etc. So, und wenn ihr das dann geschafft habt, dann habt ihr das hier mit diesen Teamkampf. Der ist auch relativ kacke, kann ich nicht anders sagen. Nehmt am besten auf die Bank die ganzen Charaktere mit, also die Extreme-Charaktere, die speziell grün einfach nur buffen. Dann habt ihr so einen kleinen Bonus. Oder hier bei Krillin ist es gelb, sorry. Als nächstes ist der Tenshinhan-Kampf. Das ist dann der hier, auch hier wieder die ersten Kämpfe ohne Mission in dem Fall. Ab hier habt ihr dann wieder Mission. Und auch hier fordert der halt Hauptfähigkeit Tenshinhan, Superfähigkeit Tenshinhan. Da kommen die beiden ins Spiel. Das funktioniert mit denen halt genauso. Und ja, am Ende ist es halt das gleiche mit Goku. Goku könnte einfach irgendwelche nehmen. Superkämpfer sind sowieso dabei. Den hier habe ich noch nicht gemacht. Den werde ich gleich für euch machen. Und ja, dann gibt es noch den letzten Kampf. Den solltet ihr jeden Tag machen, weil da gibt es immer für beide, für alle drei 150 Seelen. Bevor ich jetzt gleich zu dem Teamkampf übergehe, es gibt noch etwas, was ihr beachten sollt. Wenn möglich, ich weiß ja nicht, wie weit fortgeschritten ihr in dem Spiel seid, solltet ihr diese Ausrüstung besitzen. Wo ist sie denn? Diese hier, weil die gibt euch extra Freundschaftspunkte, weil um weitere Seelen abzufarmen, müssen alle drei Units auf Freundschaftslevel 3 sein, was jetzt nicht so schwer ist. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie ihr das am effektivsten abfarmt. Warum verbindet der jetzt nicht? So, und ihr könnt hier halt 9%, insgesamt 9% mehr Freundschaftspunkte pro Kampf rausholen. Solltet ihr natürlich den Charakteren geben, die halt ja dementsprechend das brauchen. Ihr könnt natürlich, ich sag's jetzt nochmal kurz, hier effektiv Freundschaftspunkte farmen. Ihr könnt es auch aktuell zumindest, wo ist er? Ich glaube hier war's. Genau, hier bei dem Mr. Satan Event effektiv Freundschaftspunkte farmen.
Und es gibt ein paar Stages in der Story, aber da schaut, wie gesagt, nochmal gerne mein Tutorial rein. Ich habe eine ganze Playlist mit einzelnen Tutorials, um euch zu zeigen, wie ihr das macht. Ja, dann gehen wir mal zur Ausrüstung. Hier werden wir wahrscheinlich den Goku brauchen, ne? Oder? Ja, den Goku. Welche Ausrüstung ist für ihn am besten? Ihr könnt natürlich hier über einen Fohlen gehen. Ist manchmal gut, manchmal nicht. Hier in dem Fall haben die aber recht, die Ausrüstung ist sehr gut. Wir können diese Ausrüstung mitnehmen, weil die auf Nicht-Basiswert Schlagangriff geht. Aber auch diese Ausrüstung ist sehr gut, weil sie halt auch extrem Schlagangriff hochgibt. Spezialangriff ist hier, glaube ich, sowieso nicht der Fall. Das hier könnte man theoretisch nehmen, aber da er jetzt keine Verschwinden-Effekte hat, macht das hier keinen Sinn. Die hier ist etwas vielseitiger, weil, wie ihr seht, hier könnt ihr eigentlich alles draus machen, wenn ihr Bock habt. Aber das Problem ist, diese Ausrüstung wirklich hochzukriegen, weil ihr müsst ja erst den richtigen Wert kriegen und dann müsstet ihr entweder mit Zeitkristalle oder mit sehr, sehr, sehr vielen Radierern, weil ihr braucht 50, um einen Wert hochzumachen, das hochmachen, weil, also um das, um perfektes Verbessern zu machen, weil wenn ihr halt immer wieder den Radierer benutzt, kann ja immer wieder ein anderer Wert rauskommen. Deswegen, ich würde es so machen in dem Fall. Gucken wir mal, ob wir den Kampf schaffen. Ist jetzt zwar nicht die optimale Verstärkung, die ich hier habe. Weil technisch gesehen könnte ich natürlich jetzt alles auf die Bank packen, was lila ist. Ich weiß noch nicht mal ehrlich gesagt, ob das davon betroffen ist. Aber genug Senkai lila Saiyajins kann man natürlich nehmen. Behalte mir einfach mal die Blast-Angriffe, wenn möglich, auf der Hand, weil seine Hauptfähigkeit lässt die alle wechseln. Okay, dann halt nicht. Wie ihr seht, ich habe jetzt drei Spezialangriffe. Oh, ich habe Autokampf noch an. Sorry. Oh oh. Sehr gut. Ah, blöd. Einen Spezialangriff müssen wir jetzt verballern. Wenn ich mal wüsste, wann mein Mate halt den Rising Rush nutzt. Natürlich nutzt er ihn nicht gleichzeitig mit mir, war ja klar. Aber immerhin. Wir werden wahrscheinlich sowieso einen zweiten Angriff starten müssen, weil ich habe bisher nie einen hier besiegt, ohne nochmal den angreifen zu müssen. Ich weiß aber auch nicht, warum der andere Dude jetzt nicht mal hier den Rising Rush einsetzt. Ich kann ihn auch nicht selber einsetzen, also. Boah, was nimmt der wohl? Nimmt der Blast? Weil wenn wir den jetzt gleichzeitig treffen, sollten wir den besiegt haben. Ja, sehr schön. Also wie ihr seht, nicht so schwer. Der macht jetzt auch nicht so viel Schaden, der Jiren. Also kann man auf jeden Fall schaffen. Ach ja, der hat ja Endurance, habe ich ganz vergessen. Aber wir können jetzt ruhig mit allem, was wir haben, draufbauen. Weil er hat eh nicht mehr viel AP. So. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall viel angenehmer als der komische Full-Power-Schlag-mich-tot-Battle-Bosskampf oder so. Das ist richtig ekelhaft vom Kämpfen. Das hier ist wesentlich angenehmer. Ja, lohnt es sich, diese Charaktere zu spielen? Müsst ihr natürlich selber wissen. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, die Superkämpfer haben wirklich extrem gute Ausrüstung zur Verfügung. Wenn wir jetzt mal hier gucken, nehmen wir jetzt mal wirklich effektiv die hier. Die haben halt die Turnier der Kraft-Platin-Ausrüstung.
Dann gibt es noch diese Ausrüstung, die auch sehr gut ist. 15% Doppel-Defense, 15% Doppel-Angriff und HP. Dann gibt es noch diese Ausrüstung hier, die wahrscheinlich schon wieder in der Vergessenheit geraten ist. Hier habt ihr nämlich auch Doppel-Defense plus nochmal die Möglichkeit, Schlag- oder Fernangriff sehr hoch zu bekommen. Und dann noch Ki-Erholungsrate und Spezialangriff, was natürlich gerade für so einen Tenshinhan auch effektiv gut ist. Auch da wieder richtig gute Ausrüstung zur Verfügung. Wenn ihr noch die Extremes dazu nehmen wollt, die haben natürlich noch ihr eigenes Equip, haben dann zum Beispiel hier auch dieses Equip zur Verfügung, also die haben auch ein Platin-Equip zur Verfügung, dann noch halt ihr eigenes Extreme-Equip, was auch sehr gut ist. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Übrigens lohnt sich es auch, meiner Meinung nach, diese Equips hier, die speziell für eine Farbe und Extreme sind, auf Z zu bringen, weil die halt immer mal wieder ihre Verwendung finden bei manchen Extremes und deswegen holt euch die ruhig hoch. Hier müsst ihr selber wissen, ist immer Saga-abhängig. Bisher gibt es halt nicht viel, was Cell-Saga ja so richtig geil supportet. Also klar, der FSK-Gohan, der LF-Cell wären so die besten Beispiele, aber nicht alle Units sind halt auf Fernangriff ausgerichtet aus dieser Saga. Deswegen ist das nicht so optimal, aber für die beiden ist es in Ordnung. Diese hier kann auch nicht schaden, euch hochzumachen, weil sie ist für Superkämpfer. Wenn ihr mal irgendwann Superkämpfer spielen wollt, macht es auf jeden Fall Sinn. Aber diese hier, die jetzt speziell für den Goku auch gut ist, die solltet ihr auf jeden Fall hochmachen, weil alle lila Schlagangriffstypen profitieren natürlich extremst von der, weil ihr kriegt hier halt Fernangriff in, ja, nicht schlechter Weise, die ist jetzt hier nicht perfekt, aber ihr kriegt halt sehr hohen Schlagangriff, weil wenn ihr mal guckt, ihr habt hier wirklich 33% Schlagangriff und nochmal Schlagverteidigung drauf, das ist sehr gut, die solltet ihr euch auch auf jeden Fall holen. Und für Tenshinhan gibt es auch nochmal eine Ausrüstung, die ich jetzt aber nicht so perfekt habe, wie ihr seht. Hier gibt es eine erwachte Ausrüstung in der Form von der hier. Die gibt auch nochmal sehr hohe Defense, Spezialangriff und Fernangriff. Die ist natürlich auch extrem gut für ihn. Deswegen lohnt es sich, die vielleicht einmal zumindest zu holen. Und wie gesagt, die hier solltet ihr zumindest zwei, dreimal abfarmen für Krillin und Tenshinhan. Sonst, wenn ihr die natürlich noch für andere Superkämpfer braucht, lohnt die sich auf jeden Fall auch. Es gibt noch eine Ausrüstung, die speziell für Superkämpfer ist. Die gibt auf Nicht-Basiswert für jeden Superkämpfer nochmal 5% auf Schlag- und Fernangriff. Die ist auch sehr gut, aber die macht natürlich nur an einem Superkämpfer-Team auch Sinn. Weil, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel ein Turnier der Kraft-Team spielt, habt nur den Tenshinhan, nur den Krillin dabei und geht dann zum Beispiel auf Ultra Instinkt oder so und hab die beiden mit, dann kriegen die 10%. Dann ist halt wieder die Turnier der Kraftausrüstung, die bis zu 12,5% auf Nicht-Basiswert gibt, etwas besser. Man kann hier höchstens noch argumentieren, hey, aber die gibt ja auch noch zusätzlich auf Schlagangriff, aber da das Team ja nicht so balanced ist auf Fern- und Schlagangriff, macht das vielleicht weniger Sinn. Ja, meine Freunde, das war mein Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr könnt auch gern mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht mal einen Ausrüstungsguide für viele Teams braucht, weil dann zeige ich euch, wie ich welche Ausrüstung je nachdem bei welchen Charakteren machen würde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bei wem ihr das braucht. Und das war's von meiner Seite. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt.